Problem Nummer 3, die Erschaffung von Isa. Wie wurde Isa geschaffen? Weißt du es, Josef, wie Isa geschaffen wurde? Laut Koran? Wie er geschaffen wurde, der wurde im Mutterleib der Maria durch das Hauchen oder durch das Wort ja, Sehr gut, du gezogen. gibst. Sehr gut, du gibst einen Geschaffen guten hat. Moslem. Du gibst einen guten Moslem, nur bist du wahrscheinlich da nicht, ja, da weißt du trotzdem zu viel, um Moslem zu werden. Wie wurde Adam geschaffen im Koran? Oh, ja, gute Frage. Ich denke mal so wie von der Bibel her. Aus Erde. Genau, aus Erde und dann wurde gesagt, sei und er war. Pass mal auf. Und die Frage ist denn, wie wurde Jesus geschaffen? Also der echte jetzt. Also Moment mal, einmal unerschaffen, vorsichtig, ja. Und dann so durch den Heiligen Geist halt in der Maria gezeugt. Genau, also Jesus ist eigentlich unerschaffen, so mal grundsätzlich, ne? Also. Aber dann hier nochmal, ne, das mit der Scham, schlechtes Wort übrigens auch, wo die Maria sehr herabgewürdigt wird. Und dann wird es eingehaucht. Aber weißt du was? Laut Koran, da heißt es hier, gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus Erde. Hierauf sagte er zu ihm, sei, und da war er. Nee, wir haben gerade gehört, und es ist korrekt gewesen, die Antworten, die Josef gegeben hat, dass Jesus anders geschaffen wurde. Also Isa wurde anders geschaffen im Koran und Adam wurde anders geschaffen. Übrigens ist noch interessant, was diese Verse hier für einen Hintergrund haben. Da kam nämlich eine Delegation von Najran zu Mohammed und hat ihm Fragen gestellt und hat ihm Dinge aufgezeigt im Koran, die nicht sein können. Und hat ihm gezeigt, dass Jesus weit mehr ist als ein Mensch. Sondern dass Jesus Gott ist. Und alles, was er sich einfallen lassen kann, der Mohammed, ist, dass er seinem eigenen Koran widerspricht. Ja, nee, die wurden gleich geschaffen. Guck, so wie der Adam. Nein, wurde nicht. Und weil er dann immer noch keine gescheiten Argumente hat, weil sein Argument, vielleicht hat er es doch gemerkt, dass sein Argument gegen den Baum geht, dann kommt er noch mit der Mubahala, dass er sich selbst und dass er quasi die Selbstverfluchung ausspricht. Der Lügner sein soll, wir haben keine Argumente mehr, darum verfluchen wir uns einfach, der lügt, den soll Allah strafen. Hat übrigens gewirkt bei Ahmed Didat, der ist an dieser Selbstverfluchung letztlich gestorben. Er hat verflucht, dass wer Lügner ist, den soll Allah zum Schweigen bringen. Und er ist dann mit einem Schlaganfall die letzten 9 Jahre seines Lebens schweigend und leidend dahingesiecht, bis er gestorben ist. Aber so viel zum Thema Mubahala, lohnt sich nicht, liebe Muslime. Ich kenne übrigens noch eine zweite Person. Ich kenne nur zwei Personen, die Mubahala gemacht haben. Und die zweite Person, die hat es mit David Wood gemacht und hat dann nach einigen Monaten gebeten, bitte, bitte entlass mich aus diesem Fluch, ich kann es nicht länger ertragen. Auch da ging es für den Moslem schlecht aus. Also, ne, nochmal, die Erschaffung von Isa im Islam widersprüchlich, weil Mohammed sich selbst widerlegt hat und gezeigt hat, dass er sich das alles nur ausdenkt.